Mittwochabend in Gießen. Zeit für den wöchentlichen Betriebssport in der Turnhalle gegenüber der Wache. Heute steht etwas Besonderes auf dem Programm. Die Prüfungen für das deutsche Sportabzeichen. Die Zehen dürfen nicht übergreifen. Die Fußstellung muss parallel und auf gleicher Höhe und ebenerdig mit der Landung sein. 2,40. Für die wöchentliche Sportstunde beschäftigt die Feuerwehr eine professionelle Trainerin. Heute nimmt sie die Prüfung für das Abzeichen ab. Pflicht ist es bei uns eigentlich nicht, das Sportzeichen zu machen. Das ist aus der Tradition raus. Und der Ehrgeiz halt jedes Jahr, so schnell wie möglich das Sportabzeichen zu schaffen. Also jeder will der Erste sein, der als Erstes fertig ist. Du brauchst für Gold 2,25. Ja, dann hab ich ja schon, oder? 35, Entschuldigung. Ja, dann hab ich ja schon. Wo, hab ich nicht gesehen. Ach so. Soll ich gerade nochmal machen? Ja, mach bitte nochmal. Genau, 2,35. Der Standweitsprung ist eine von fünf wählbaren Disziplinen in der Kategorie Kraft. Schade, umgefallen. Wären 2,40 gewesen. Markus entscheidet sich lieber für den Medizinball-Weitwurf. 10,50 Meter muss er schaffen, um Gold zu erreichen in der Disziplin. Großartig, 12,90, Gold. Das müssen die Kollegen erst mal nachmachen. Die Haltung wird übrigens nicht bewertet. Und? Gold, oder? Sehr gut. Ich bin happy. Ja. Die reine Weite. Ja. Hier, Länge zählt. Die Männers geben sich schon Mühe, mich zu beeindrucken. Jetzt wird es anspruchsvoller. Hochsprung für die Kategorie Koordination. Schön. Habt ihr die Technik gesehen hier? Ja, vielleicht beflügelt dich das. Also ich muss 1,40 Meter in meiner Altersklasse springen. Also das ist grenzwertig. Da brauche ich Glück. Also 1,30, das kriege ich hin. Aber so die letzten 10 cm, die sind dann sehr schwer. Erster Versuch für Markus. Erster Fehler. Riesenanlauf, Tempo und hier vorne ist Tempo verloren. Zweiter Fehler, mit zwei Füßen abgesprungen. Und am besten guckst du deine Hand hinterher, weil dadurch kriegst du die Hüfte noch ein bisschen höher. Ich gehe nochmal die Schritte im Kopf durch, wie sie es gesagt hat, dass ich es verbessere. Ja. Also ich habe es gemerkt, beim Anlauf habe ich selbst gemerkt, dass ich auf einmal vom Seil abgestoppt habe. Also das habe ich auch gemerkt. Und während ich dann hochgesprungen bin, habe ich gemerkt, okay, das wird nichts. Ja. Muss aber gut ausgesehen haben, haben die Kollegen gesagt. Auch hier gibt es für die Ästhetik leider keine Punkte. Zwei Versuche hat Markus noch. Fast, fast. Ja, es wackelt ja nur. Jetzt kommt es drauf an. Gold oder nicht Gold. Das war mein dritter Anlauf und es hat gepackt. Das zweite noch mal ein bisschen das Seil mitgenommen und jetzt geschafft, aber jetzt freue ich mich auch. Ein echter Feuerwehrmann gibt eben niemals auf. So hat Markus auch dieses Jahr sein Abzeichen in Gold geschafft. Auf der Wache der Berufsfeuerwehr geht ein Feueralarm ein. Der komplette Löschzug rückt aus. Mit 12 Einsatzkräften. Die Alarmierung war Auslösen eines privaten Heimrauchmelders. Ja, und wahrnehmbar war Brandgeruch. Die Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, weil sie in der Nachbarwohnung dieses typische Piepen wahrgenommen haben. Also sind wir erstmal mit wenig Infos oder mit dieser Stichwortinfo dahin gefahren. Zu überlegen, ne? Ziehen oder fräsen. Oder du sagst, es riecht nach Brand drauf, ne? Dann nehmen wir Halligendul. Vor, weiter vor. Falls keiner zu Hause ist, muss die Feuerwehr die Wohnung aufbrechen. Der Nachbar, der die Retter gerufen hat, wartet vor dem Haus.
Der Nachbar sagte, das Piepsen wäre weg. Aber wie ich dann in diesen Eingangsbereich reingegangen bin, der hat noch gerochen. Ja, und zwar nach so typischem Verbrennungsgeruch Papier. Die Ursache wird sich sicher schnell klären lassen. Denn laut Auskunft des Nachbarn ist die Mieterin zu Hause. Hallo, guten Tag. Nichts ist passiert. Die Feuerwehr. Nichts ist passiert. Was ist denn los? Alles in Ordnung. Bei Ihnen hat der Rauchmelder gepiepst? Der geht von alleine an. Ich habe den Ofen ausgemacht. Ja. Können wir gerade mal gucken, weil bei Ihnen ist auch ein bisschen verraucht, dass wir mal das Fenster aufmachen, dass man gerade mal ein bisschen durchlüfte. Ja, das Fenster ist ja auf. Richtig auf. Ich hab hier auf. Das war super. Also normalerweise, wenn die Leute zu Hause sind, dann läuft das eigentlich relativ harmonisch ab. Oft wollen sie erstmal, das spielen sie das Ganze runter, es ist nichts passiert. Sie haben ja auch vielleicht mal Angst, dass irgendwelche Kosten auf sie zukommen. Aber normalerweise sagen wir dann, wir wollen kurz mal nachgucken, lassen Sie uns bitte kurz mal rein. Wir schauen nach, dass alles in Ordnung ist und dann hat sich die Sache oder der Einsatz für uns auch schon erledigt. Was hat denn gebrannt? Darf ich mal gucken? Lassen Sie mich gucken, oder? Mir zwei mache ich das mal. Es hat nichts gebrannt. Es ist ja verraucht hier. Ich habe Pizza gemacht. Ja. Und die war 15 Minuten im Ofen. Aber wir müssen das Fenster mal ganz aufmachen. Das ist nicht gut für Ihre Atemwege. Ja, ich meine es ja nur gut. Ich habe hier aufgemacht, ich habe hier aufgemacht. Aber es riecht wie Papier. Aber es ist kein Papier. Teilen Sie mir doch drauf. Das ist ein ganz schöner Dunst. Sie sagte dann wirklich, und da war ich auch in dem Moment wie vom Kopf gestoßen, ja, Sie kommen hier nicht rein. Ist es alles in Ordnung? Und praktisch wollte sie wieder die Tür zumachen. Mein Halleführer, mein Stellvertreter hat eigentlich einen sehr guten Umgang mit Menschen. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Der kann sehr gut auf Menschen eingehen. Aber klappt halt nicht bei jedem. Ne? Es ist nichts. Ist es nichts? Nein, es ist wirklich nichts. Gut, dann machen wir die Tür wieder zu. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gell? Wenn was ist, rufen Sie an. Okay. Gut. André, Polizei zur Einsatzstelle, die soll reingehen, gucken, was da los ist. Also, das ist mir in der ganzen Karriere noch nicht passiert. Also, dass wirklich eisern drauf beharrt worden ist, nein, du kommst hier nicht rein, ja. Ich bin dann auch ziemlich perplex auf die Straße. Einmal die Polizei an der Einsatzstelle, die Dame lässt uns nicht in die Wohnung kommen. Das ist verstanden. So, jetzt machen wir Plan B, gell, wenn sie nicht will. Einfach zurück zur Wache fahren ist keine Option. Denn ganz offensichtlich hat hier etwas gebrannt. Das Problem ist, die Bude ist verraucht. Die ist verqualmt. Woanders würden wir das lüften. Also wenn wir es auf die Spitze treiben wollten, dann könnten wir das schon selber erledigen. Ne? Unverletzlichkeit der Wohnung können wir einschränken. Aber wenn die Polizei dabei ist, ist das natürlich noch ein Ticken angenehmer für die Feuerwehr.